Warum werden wir eigentlich so oft krank im Urlaub und was kannst du dagegen tun, damit dir das nicht passiert? Mehr dazu in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu Gerne Gesund. Mein Name ist Steffen Kunert, Apotheker und Gesundheitsunternehmer aus Köln. Die DRK bringt jedes Jahr ihren Urlaubsreport auf den Markt und der kommt immer wieder zu dem Schluss, dass doch ein Großteil der Bevölkerung am Urlaubsort in der Erholung erkrankt. Sind so etwa 10-13%, also ungefähr jeder 10. Bundesbürger wird im Urlaub krank. Woran liegt das? Ich sag mal, Wissenschaftler nennen das ganze Phänomen Leisure Sickness, also Freizeiterkrankung. Und es gibt dafür zwei Gründe. Zum einen, dass wir im Alltag abgelenkt sind und kleinere Wehwehchen, Probleme des Körpers vielleicht nicht so bewusst wahrnehmen. Und sobald wir dann endlich im Urlaub angekommen sind, auf der Liege liegen, die Sonne genießen, merken wir auf einmal, oh, jetzt tut es aber hier weh und dort weh, fühlen uns krank, gehen entsprechend zum Arzt. Der wichtigere Grund ist aber mit Sicherheit der permanente Stress, den wir im Berufsalltag und ich sag mal auch im privaten Alltag ausgesetzt sind. Denn gerade dieser dauerhafte Stress führt dazu, dass stärker Cortisol ausgeschüttet wird und das Immunsystem unterdrückt wird. Das heißt, zum einen haben dann Viren und Bakterien ein leichteres Spiel, sich zu vermehren, wo man ja erstmal denkt, okay, wenn die sich doch im Alltag unter diesem Stress vermehren können, warum wären wir dann nicht auch direkt krank? Das ist der zweite wichtige Grund, der unter Stress tatsächlich eintritt, dass die Immunantwort auch unterdrückt ist. Das heißt, unser Körper reagiert auf die Viren und Bakterien nicht so stark und dadurch haben wir auch keine Erkältungs- oder andere Symptome, die wir bewusst wahrnehmen. Das Ganze ist tatsächlich in unserer Urzeit begründet, weil wann haben wir da Stress gehabt, gerade wenn wir jetzt irgendwie einen Kampf eingehen mussten oder vor irgendetwas fliehen musste, da musste der Körper natürlich seine komplette Energie auf Kampf und Flucht kannibalisieren und bündeln. Da war keine Zeit, um dem Immunsystem irgendwie einen Raum, einen Platz zu geben. Da war aber auch keine Zeit, um im Körper selbst dann gegen Viren und Bakterien zu kämpfen. Und dann, wenn, ich sag mal, der Kampf gewonnen wurde oder die Flucht überstanden wurde, man gemütlich in seiner Höhle liegen konnte, da hatte der Körper dann endlich die Zeit, auch mal Reparaturprozesse anzustoßen, in Gang zu bringen und uns wieder auf Vordermann zu bringen. Und das ist genau das, was wir in Erholungsphasen dann im Alltag jetzt auch spüren. Das Phänomen gibt es natürlich nicht nur im Urlaub, sondern gerade auch am Wochenenden kennen das viele. Die ganze Woche ist man zwar irgendwie vielleicht so ein bisschen angeschlagen, schlapp, schießt das aber eher dann auf den Stress, den man hatte. Aber der Körper hält durch und dann kaum ist der Freitagabend erreicht, merkt man schon, oh, es kratzt im Hals, die Nase fängt an zu laufen und das Wochenende verbringt man dann im Bett oder auf der Couch, weil klar, diese Entspannung, dieser Ballast, der dann abfällt, ist genau dieses Phänomen, was ich gerade eben beschrieben habe. Was könnt ihr also dagegen tun, damit euch das nicht trifft? Es liegt auf der Hand. Wir müssen gucken, dass wir unseren Alltag entschleunigt bekommen, dass wir Stress abbauen, dass wir ein vernünftiges Zeitmanagement fahren, Prozesse, die übergeben werden müssen an Mitarbeiter, weil wir uns jetzt vielleicht mal 14 Tage aus dem Job rausklinken, dass wir das rechtzeitig beginnen, dass diese Prozesse sauber abgearbeitet werden, dass wir ausreichend Schlaf vor allen Dingen finden und auch schauen, dass wir in dieser Woche vor dem Urlaub, die ja meistens die stressigste Woche des Jahres überhaupt ist, weil man parallel noch packen muss, gucken, habe ich alles organisiert, habe ich an alles gedacht, habe ich den Nachbarn Bescheid gesagt, dass sie die Blumen gießen müssen und, dass wir gerade in dieser Woche natürlich auch schauen, uns Erholungs-Entspannungsphasen zu gönnen, mal dreimal in der Woche so eine gute halbe Stunde vielleicht mal joggen gehen oder ein bisschen durch den Wald laufen. Extremst wichtig, sich die Zeit nehmen, den Alltag zu entschleunigen. Dann hat man das Größte eigentlich schon getan und ganz, ganz wichtig ist natürlich, achtet auch auf eure permanente, ausreichende und gesunde Ernährung und Versorgung mit bioaktiven Stoffen, also Mikronährstoffen wie Vitaminen, Mineralstoffen, sekundären Pflanzenstoffen, weil die natürlich extrem wichtig sind, um Stress im Körper abzubauen, um die Körperzellen ausreichend zu versorgen. Wenn ihr diese beiden Punkte beachtet, dann solltet ihr eigentlich super durch den Sommer kommen und durch euren Urlaub. Ich wünsche euch eine schöne Urlaubszeit.
genießt den Alltag bis dahin und vor allen Dingen ernährt euch ausreichend und bleibt gesund. Tschüss.